Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute A Day in the Life of a Pro Gymnast. Und ja, wir sind gerade in unserem Restaurant with the view. Crazy. Und wir befinden uns beim Frühstück. Bei mir gibt es 2 Eier, ein bisschen guten Brustfrüchte, einen O-Saft, einen guten Schluck Espresso. Ich werde euch heute den ganzen Tag ein wenig mitnehmen ins Training, was ich so mache und dass ihr auch einen Einblick habt, wie mein Alltag abläuft. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Nach dem Frühstück setze ich mich nochmal an den Laptop und lerne noch ein wenig, weil ich neben dem Turnen noch eine Berufsschule besuche, die 1,5 Jahre geht. Ein halbes Jahr habe ich schon, jetzt noch ein Jahr. Und das ist für mich sozusagen ein guter Ausgleich. Mit der Berufsmaturität kann ich dann auch studieren gehen und ja, wir Turner haben sowieso viel Zeit neben dem Turnen. Und dadurch finde ich das noch ein cooler Einheit. Für mich geht es jetzt ins Training. In die erste Einheit von 2. Und ich bin ein wenig im Verzug. Oh, es ist 8.53 Uhr. Und mein Training beginnt um 9 Uhr. Ja, jetzt komme ich ein wenig in den Stress. Aber das geht schon. Am Morgen steht ein wenig physisches Programm auf dem Programm und genau dann am Nachmittag der technische Teil und yes, ich werde euch da natürlich mitnehmen. Peace.
erste Einheit wurde erfolgreich absolviert. Es ist jetzt 11:30 und jetzt ist Mittagessen angesagt, so zwischen 12 und 13 Uhr. Und ja, genau, dann gibt es wahrscheinlich noch eine kleine Lerneinheit, ein Powernap, sehr wichtig, sehr wichtig. Und dann gibt es die zweite Einheit um 15 Uhr. Das ja gesehen, bei mir gibt es einen langweiligen Salat, aus dem Grund, weil die anderen Menüs Schweinefleisch beinhaltet haben und ich kein Schweinefleisch esse, aber das ist auch voll in Ordnung. Ich pimpe jetzt meinen Salat ein wenig auf mit Sriracha, ein wenig scharf, spezielle Knoblauchsoße, ganz wichtig, ein bisschen Salz, den Nusret. Sam ist fit und munter und wieder ready für das zweite Training. 20 Minuten haben gut getan. Und jetzt geht's in die zweite Trainingseinheit. Ich bin jetzt fertig mit dem zweiten Training und entspanne mich jetzt noch ein wenig in diesem wunderschönen Warmwasserbecken. Es ist 5 Uhr, ich habe jetzt noch ein Meeting, ich habe noch ein, zwei Projekte, wo ich dran arbeite, das seht ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt, also bleibt am Ball. Es ist 19:22 Uhr. Es gibt Abendessen. Und zwar mein Porridge. Und ich erkläre euch, wie ich das zubereite. Und zwar 100 Gramm Haferflocken, Wasser rein adden, wenig Salz, auf Nusseret angelegt. Ich denke so mal 5 Minuten, dann immer wieder reinschauen. So, dann sieht das so aus. Und ganz wichtig, jetzt ist es noch sehr heiß, dass ihr es 30 Minuten stehen lässt. In der Zwischenzeit esse ich noch meinen Salat für die Greens. Dann geht es mit dem Porridge-Tutorial weiter. Der nächste Schritt, jetzt kommt das Whey rein. Zwei so.
ganz leckeres Whey. Dann durchmengt ihr das. Kommen tiefgefrorene Heidelbeeren rein. Nach Früchte eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Apfel, Kiwi. Und zum Abschluss noch ein paar Pekannüsse. Und fertig ist der Spaß. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Top 3 underrated meals. Das war's mit einem Tag lang von mir. Es ist kurz vor 10. Ja, der Wecker für morgen früh ist schon wieder gestellt und ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, kommentiert, schreibt, was ihr als nächstes sehen wollt. Und yes, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Peace out. Gute Nacht.